Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Wir spielen heute in der Europa League, habe ich die letzte Episode gesagt, ist aber die Champions League und wir spielen gegen Atletico Madrid. Ich kann schon wieder nicht reden, ich merke es richtig, wie sich meine Zunge verdreht, aber das soll uns erstmal nicht stören. Letzte Episode haben wir gegen Middlesbrough mit der B11 nicht allzu gut ausgesehen, aber das ist auch nicht so schlimm, weil das heißt nämlich, dass unsere A11 fit ist für Atletico Madrid und danach für Swansea, die beide in dieser Episode jetzt dran sein werden. Ibrahimovic möchte natürlich spielen, vollkommen verständlich, in der Champions League soll der auch spielen. 10 neue Spieler aus Spanien, unter anderem Sanjurjo. What the fuck, was für ein... Okay, nein, ist absolut nicht interessant. Victor Rodriguez auch nicht wirklich. Anders ist mit Luciano Vietto. Den würde ich echt gerne eigentlich haben, auch wenn der Abschluss nicht gut ist. Arrizabalaga. Sieht größer aus, als er ist. Schade. Irureta auch nicht interessant. Aitor, wie gesagt, vielleicht als zweiten Keeper, aber 5 Millionen, wer weiß. Fernandes, läuft aus. Vielleicht deswegen interessant. Varas nicht interessant. German Lux auch nicht. Idris Kameni, nein. Manu Herrera, nein. Kartabia, hatten wir schon länger beobachtet. Läuft er aus? Ja, läuft aus. Okay, Sergio Asenio wäre auch interessant. Mal sehen, wen wir davon nehmen werden. Er ist für 41 Millionen von den Spurs kommen, können wir uns eh nicht leisten. Er läuft aus. Den würde ich echt gerne haben. Ich glaube, den hole ich mir auch von Real Sociedad San Sebastian. Inigo Martinez kann ich mir sehr gut vorstellen. Und auch Feghouli würde ich gerne haben. Ob der allerdings kommen möchte, ist fraglich. Aber wenn er kommen möchte, dann wird er auf jeden Fall geholt, weil Feghouli ein absolutes Monster ist. Und wenn man den schon umsonst bekommen kann, dann sollte man das auch machen. Wir shoppen ja sowieso nur in Spanien kostenlos. Beziehungsweise haben wir uns auch Ibra kostenlos geholt und Stindl und bestimmt noch irgendjemanden. Aber gefühlt machen wir es nur in Spanien. Naja, so, 7 De Jong kommt in die Startelf, genauso wie Wissam Ben Yedda, der wird stürmen und zwar neben Zlatan Ibrahimovic. Isator, wo ist er denn? Da ist er. Cabella auf links für Coman, Coman kommt aber rein für Ben Arfa und Campbell kommt rein für Oxlade-Chamberlain, Reinholz kommt mal hier hin und so, machen wir so rum. Was kann man noch machen? Aarons, wie schnell ist der eigentlich mittlerweile? Ja, geht. Las Kerl haben wir hier noch. Alto Belli geht raus. Stindl kommt rein. Wer kommt jetzt noch rein? Geis. Sippel ist ein bisschen außer Puste noch. Natürlich kommt hier der gute Salif Sané hin. Und auf der Bank kommt Nastasic. Haidara geht außerdem raus. Dafür kommt Kursawa wieder rein. Und dann passt das. Laporte bleibt natürlich drin, weil Kapitän. Und damit gehen wir in die Partie. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir hoffen auf einen Sieg. Bis gleich. Es ist wieder einmal Champions League im St. James' Park. Der war gut gefüllt mit schwarz und weißen Tunes, die wieder eine richtig schöne Choreo vorbereitet hatten für das Spiel ihrer Magpies gegen Atletico Madrid. Die Matratzen, die spanischen, waren angereist, um hier die Tabellenführung zu verteidigen. Momentan torgleich, punktgleich und nur aufgrund eines mehr geschossenen Tores an der Tabellenspitze in der Champions League-Gruppe vor Newcastle United, dem Hamburger SV und dem SC Braga. Allerdings wollte man hier natürlich heute diese Tabellenführung verteidigen, jedoch wollte Newcastle mit Zlatan Ibrahimovic in der Startelf genau diese von Atletico Madrid erobern und die Fans wollten die natürlich dabei unterstützen, unter anderem Marek Hamšík in der Startelf bei ja, Atletico Madrid, Aratura neben ihm, also eine sehr namhafte Aufstellung bei den Hauptstädtern aus Spanien. Wir gucken uns zunächst einmal die Aufstellung von Newcastle United an. Begovic, Janmaat, Salif Sané, Aymeric Laporte und Levin Kurzawa in der Verteidigung, Stindl und Geis auf der Doppel-6, davor De Jong, Cabella in der Sturmspitze, Ben Yedda und Ibrahimovic, die Top-11 also aufgeboten. Auf der anderen Seite auch eine sehr starke Elf, wie bereits erwähnt, mit großen Namen. Allerdings eventuell nicht ganz so große wie der von Ibrahimovic. Trotzdem in der Masse natürlich mehr. Oblak, Juan, Fran, Miranda, Godin, Siqueira, Raúl García zusammen mit Hamšík und Gabi im Mittelfeld. Arda Turan auf der linken Seite und im Sturm Mario Mandzukic und Alessandro Cerci. Die sollten für Torgefahr sorgen vor dem Tor von Asmir Begovic. Und auf der anderen Seite sollte Oblak es mit Ibrahimovic zu tun bekommen. Und diese beiden Stürmer waren natürlich im Rampenlicht. Auf der einen Seite ja der gute Mario Mandzukic, der Kroate, bereits mit 2 Toren in dieser Champions League. Saison auf der anderen Seite, naja, Ibrahimovic bereits mit 3 Toren in der Champions League Saison, aber auch Cerci natürlich nicht torungefährlich und wie sie das zeigen sollte, sehen wir später. Wir gehen erstmal in die erste Szene der Partie und die hatte Newcastle United vor allem im Publikum, die startet nämlich gut hier rein. Ibrahimovic mit dem schönen Ball auf 7 De Jong, der kann sich nicht gegen Siqueira durchsetzen so richtig, kann den Ball aber in den Rückraum nochmal spielen und im Rückraum, da steht Wissam Ben Yedda, der versucht direkt der Ball am Tor vorbei, aber ein guter erster Versuch des Franzosen nach gerade mal 3 gespielten Minuten und es ging so weiter. Fehler von Siqueira, Ibrahimovic erläuft den Ball, setzt sich gut durch gegen den
den Brasilianer, spielt den Ball in die Mitte zu Ben Yedder, der nimmt den Volley und haut den Ball übers Tor von Oblak hinweg. Schöne Chance wieder für den Franzosen, es blieb allerdings beim 0:0 und dann kam die erste Offensivaktion von Atletico Madrid. Juan Fran mit dem Ball auf Raúl García, Cherchi ist da, 1:0, dachten sich viele, allerdings wurde schnell klar, das war nicht das 1:0, Cherchi stand im Abseits, vollkommen richtige Entscheidung und von Ibrahimovic hatte man wenig gesehen bisher. Dieser Schuss war das Highlight aus der ersten Halbzeit, es lief nicht viel zusammen beim Schweden, allgemein nicht so viel in der Offensive und obwohl Atletico mehr Ballbesitz hatten, hatten die noch weniger Chancen. Kurz vor der Halbzeit dann dieses hin. Der Ball kommt auf Siqueira, die Flanke, Begovic verschätzt sich, da ist Cherchi und der Italiener macht das 1:0. Vollkommen überraschend zu diesem Zeitpunkt. Bisher hatte nur Newcastle Chancen und plötzlich führt Atletico im fremden Stadion mit 1:0 durch das Tor von Cherchi und den Fehler von Asmir Begovic. Der hatte sich da eindeutig verschätzt, wurde auch behindert von Mandzukic. Cherchi war es egal, der schießt hier sein drittes Tor in der Champions League und das war natürlich Majestätsbeleidigung. Ibrahimovic mit gleich vielen Toren wie Cherchi, das konnte der Schwede nicht auf sich sitzen lassen. Zunächst mal versucht es Ben Yedder noch kurz vor der Halbzeit mit diesem Schuss, abgewehrt aber von Godin, der das da klasse gemacht hat. Und so musste die zweite Halbzeit herhalten und da kam dann Ibrahimovic. Der Auftritt seiner Majestät, spielt Katz und Maus mit der Verteidigung, macht das klasse. Siqueira ist nicht da, der Schuss, es steht 1:1. 49. Spielminute, der Schwede ist da, wenn man ihn braucht und macht den Ausgleich für Newcastle United. Oblak absolut chancenlos gegen die Wucht von Zlatan Ibrahimovic. Er zeigt wieder seine feine Technik, der Abschluss ist perfekt gegen den Innenpfosten mit etwas Glück ins Tor und es ging jetzt weiter mit Offensivbemühungen von Newcastle. Die Flanke von Geis in die Mitte, da ist Stindl mit dem Kopfball, Oblak gerade so da, wehrt den Ball ab und es gibt den nächsten Eckball und auch der könnte ja gefährlich kommen, wird diesmal reingebracht in die Mitte, nicht von Geis, sondern von Sim de Jong. Geis hatte sich in die Mitte verfrachtet, der Ball kommt sogar in die Nähe von Geis, der nimmt den aber alles viel zu überraschend und dann gibt es Freistoß für Atletico Madrid. Ibrahimovic war aber noch nicht zufrieden, seine Majestät wollte natürlich vorbeiziehen an Cherchi, beziehungsweise sich klar von Cherchi absetzen in der Torschützenliste, setzt sich hier wunderbar durch, der Doppelpass mit, ja, Ben Yedder, da steht niemand mehr bei Ibrahimovic und der Schwede ist beidfüßig, 2:1, 69. Spielminute, Ibrahimovic dreht quasi im Alleingang dieses Spiel und plötzlich führte Newcastle United und Platz 1 war, ja, da und nicht mehr da für Atletico Madrid, die ist auf Platz 2 gerutscht, das heißt, der schwerere Gegner im Achtelfinale, wenn das Ganze so bleiben sollte, natürlich wunderbar gemacht vom Schweden, aber das ging viel zu einfach und jetzt musste Atletico zurückkommen und die Madrilenen versuchten das, über Hamsik, der mit dem Ball auf Gabi nach außen und der spanische Kapitän auf Mandzukic, der Schuss viel zu schwach, aber das war ein guter erster Ansatz, danach gab es einen Wechsel auf beiden Seiten, Sim de Jong und Johannes Geis gingen bei Newcastle, Sippel und Niang kamen in die Partie und Griezmann kam für Arda Turan, das heißt nochmal mehr offensive Durchschlagskraft bei Atletico Madrid, der Franzose sollte allerdings wenig zu tun bekommen, die einzige Szene nochmal von Mario Mandzukic, hier kommt der Ball auf Juan Fran und der hat gleich eine gute Idee, schöne Flanke auf Mandzukic, der Kopfball auf Begovic ist da und dann kam die große Szene von Bayern Young. Hier gegen Gabi erobert er sich den Ball, macht das wunderbar. Da kommt auch Juan Fran nicht mehr hinterher und der ist noch frisch, der Franzose. Der ist ein Dream-Duo zusammen mit Ibrahimovic. Der geht in den 16er rein und wen sieht er? Genau diesen Ibrahimovic. 3:1, 90. Minute. Die Entscheidung für Newcastle United, der Schwede mit seinem Hattrick und das innerhalb von einer Halbzeit ohne ein gegnerisches Tor, das er unterbrochen hätte oder halt irgendwie, ja, Tor eines Teamkameraden, das unterbrochen hätte. Ein lupenreiner Hattrick also von Zlatan Ibrahimovic. Wunderbar gespielt von Bayern Young. Und das war der Siegtreffer in dieser Partie. Danach war Feierabend, es passierte nichts mehr. 3:1 Sieg also für Newcastle United. Und die sind jetzt auf Platz 1 in der Champions League-Tabelle und das vollkommen verdient nach einem sehr, sehr starken Auftritt gegen die Madrilenen. Die müssen sich Gedanken machen, dass sie nicht eventuell sogar noch rausfliegen, wenn Hamburg gewinnen sollte. Schwere Spiele jetzt für Atletico Madrid in der Champions League. Der Ibrahimovic ist endlich angekommen und zwar endgültig. Hattrick jetzt auch in der Champions League, wieder wunderbar im Zusammenspiel mit Niang, das letzte Tor. Also wir haben ein richtiges Traumduo gefunden, das vor schön mit Ben Yedder. Das läuft auf jeden Fall, ich kann mich absolut nicht beschweren. Der ist richtig eingeschlagen, war ein sehr, sehr guter Transfer. Ich hoffe, das werden wir auch im Winter wieder gut tätigen, also gute Transfers meine ich jetzt. Abschlussbericht zu Freddy Guarin und Adil Rami. Italien ist abgegraced. Wollen wir noch keinen Scout, muss ich vorher gucken. Freddy Guarin, wie sieht der gute Mann so aus? Alle Werte über 70, was sehr interessant ist, hat nur 3 gelbe und 1 orangen Wert, der ist Manndeckung. Aber ganz ehrlich, mit dem 80er Rating ist der so interessant, dass ich fast sagen würde, ich hole mir den im Winter. Aber mal sehen, ob unser Gehalt das überhaupt hergibt. Genau das gleiche sieht eigentlich so bei Rami aus. Allerdings ist Rami ein bisschen zu low vom Rating her. Die Werte sind natürlich an sich nice, aber ja, das Rating ist mir ehrlich gesagt zu niedrig einfach. Marco Sau, ja, komm, beobachten. Nee, komm, ist egal. Jeremy Menez hat auch 78, aber gut. Ist ja erstmal egal. Schauen wir mal, wo wir unseren Scout hinschicken können. Das ist ja auch nochmal eine große Frage. Wir haben Italien, Spanien und Deutschland. Das heißt, wir schicken mal nach... Was gibt's denn noch? Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich.
Frankreich. Das müsste klappen. So. Was habe ich da gerade gesehen? Reus und Volland? Warum haben wir Reus auf der Dingsliste? Ach so. Volland läuft, glaube ich, aus. Naja. Reus nicht. Doch. Oh, Scheiße. Oh, Leute. Ihr wisst, ich bin bei sowas extrem geneigt dazu, das wirklich durchzuziehen. Einfach weil, warum nicht? Ganz ehrlich, warum nicht? So, Reinholdt kommt auf die Bank für Ben Yedder, der nicht fresh ist. Sippel und Barca werden starten. Nastasic kommt für Sané rein und De Jong geht mal raus und dafür kommt Coman rein, wollte ich jetzt sagen. Aber so stark ist der momentan nicht drauf. Na, De Jong allerdings auch nicht. Ah, Coman, komm, geben wir ihm mal die Chance. Warum auch nicht gehen? Neben seinem Landsmann wird das schon klappen. Wechseloptionen haben wir genug. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Partie. Hoffen, dass wir auch da gewinnen. Ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt, dass wir uns eventuell Marco Reus holen. Oder also bei Inigo Martinez, also bei Dzeko werde ich mir nicht holen. Inigo Martinez und Sofyan Feghouli habe ich ehrlich gesagt schon ziemlich Bock drauf, muss ich sagen. Weil ein Innenverteidiger und ein Flügelspieler können wir uns auf jeden Fall nochmal gönnen. Und ein Torwart. Vor allem, weil Sergio Asenjo echt kein schlechtes, beziehungsweise Aitor. Ersatzkeeper brauchen wir einfach. Und von daher wäre das vielleicht gar nicht mal so blöd. So, wir gehen aber ins Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht wollen wir auch einen Ersatzkeeper aus der Jugend. Na, wer weiß. Aber da haben wir jetzt gerade keinen, ne? Nee. Na, mal schauen. Bis gleich und viel Spaß. Nach der Champions League unter der Woche gegen Atletico Madrid und dem Erfolg zu Hause im St. James' Park musste Newcastle United heute ins Liberty Stadium zu Swansea City reisen, um bei den Walisern die nächsten Punkte in der Liga zu holen. Das sollte natürlich alles andere als einfach werden gegen eine gut eingestellte walisische Mannschaft mit vielen, vielen guten Einzelspielern. Allerdings das Team noch nicht so wirklich da in dieser Saison, denn viele neue junge Spieler dazugekommen, beziehungsweise unbekannte Spieler, wie man in der Startelf sehen wird. Und um die erstmal richtig zu etablieren, das wird noch einige Zeit dauern. Daher war einer von denen, die länger da sind, und er war auch einer der Besten auf dem Platz und das sollte auch heute wieder so sein. Ruddy im Tor, Tiendali, Williams, Bartley und Taylor in der Verteidigung, Galifuoco, Britton, Dyer, Montero, Shelby und Sabenito im Sturm. Also eine sehr veränderte Elf. Shelby auf der 10, eventuell neben Dyer und Montero noch der bekannteste. Hin natürlich Ashley Williams. Wie das Ganze laufen sollte gegen eine Elf von Newcastle, die deutlich lahmhafter war, wir werden sehen. Im Tor, hier sehen wir ihn, Asmir Begovic, Verteidigung, Jan Martin, Nastasic, Laporte und Kurzawa. Also ein bisschen veränderter Vergleich zum Champions League Auftritt unter der Woche. Kurzawa auf der linken Verteidigerposition, Barca, Sippel auf der Doppel-6, Coman und Cabella im zentraloffensiven Mittelfeld und Ibrahimovic und Niang in der Sturmspitze. Kein Reinholdt, kein Ben Yedder, sollte das schlimm werden, nicht wirklich. Erste Szene nach knapp 18 Minuten, dieser Freistoß hier und Ibrahimovic, der hatte bisher noch absolut gar nichts gezeigt. Vielleicht ja jetzt mal unter der Woche in der Champions League 3 Tore geschossen, im Alleingang Newcastle zum Sieg geschossen. Mal sehen, wie das Ganze hier losgehen sollte. Aus knapp 35 Metern nimmt sich der Schwede natürlich einen weiten Anlauf und ein Herz gegen Ruddy. Könnte das ja funktionieren. Sieht nicht schlecht aus, der Anlauf. Der Ball geht über die Mauer und Ruddy ist da, kann diesen Ball festhalten. Nicht zu gefährlich, aber der erste Torschuss zumindest in dieser Partie. Und es ging weiter mit Aktion von Newcastle United. Sippel hier mit dem Ball auf Außen, auf Cabella. Der kriegt immerhin den Einwurf aus der Situation hinaus. Und nach 36 Minuten gibt es erst die zweite Torchance der Partie. Nachdem Niang hier erstmal scheitert, kommt nämlich der Ball nochmal zu Sippel. Und der hat die Schnauze voll. Der versucht es alleine. Der senkt sich gefährlich. Allerdings geht er übers Tor von Ruddy. Dementsprechend keine Gefahr in dieser Situation. Es bleibt ja 0:0 und dann hat Ibrahimovic langsam die Schnauze voll, dem ja gelang noch nicht so viel in dieser Partie, aber wir haben ja ein Dream-Duo vorne drin und zwar Niang und Ibrahimovic. Niang gewinnt das Kopfballduell, der Pass auf den Schweden und der ist auf und davon, der ist beidfüßig, der hat in der Champions League gezeigt und hier zeigt das auch 1:0, 41. Spielminute. Newcastle United führt auswärts in Wales und das war natürlich Balsam für die Fans, denn die wollten hier endlich mal wieder gewinnen. Letzte Saison war es immer schwer gewesen und heute sah das hier ganz einfach aus, einfach ausgespielt, die Lücke war da und keine Chance für Ruddy, diesen Ball von Ibrahimovic gut platziert zu halten. Vor der Halbzeit wollte dann Swansea zurückkommen. Die versuchten hier natürlich das eigene Publikum gelinde zu stimmen, damit die hier nicht irgendwie mit Pfiffen in die Halbzeit begleitet wurden, weil offensiv nichts zusammenlief. Galifuoco auf Dyer und der hat eine Idee gegen Kurzawa und zwar die Flanke mit dem linken Fuß. Ja, das wird aber zum Seitenwechsel auf Britton, der auf der anderen Seite mal über die ja, Außenseite geht. Da steht Coman, den nimmt er hoch, die Flanke in die Mitte und da ist Montero. Eieiei, richtig gefährliche Szene. Begovic, ja, tut da gut, diesen Ball zu halten. Und danach war Halbzeit 1:0 Pausenführung. Also
für die Männer aus dem Nordosten Englands. Und wie das in der zweiten Halbzeit weitergehen sollte, das war die Frage, denn bisher wirklich sehr, sehr wenige Szenen, sowohl auf Seiten der Waliser als auch auf Seiten von Newcastle United. Die Magpies mit wenig Torgefahr. Mal sehen, wie das im zweiten Durchgang werden sollte. Wir springen direkt rein in die erste Szene und die hatte es auch, ja, gleich mal in sich, denn es kam Niang. Der erobert sich den Ball im Mittelfeld, geht in den 16er hinein, versucht es alleine, muss schießen und, ja, Ruddy ist da nicht platziert genug, der Schuss des Franzosen, dementsprechend weiterhin 1-0 und das sollte zum Verhängnis werden. Dyer geht über außen, wird nicht richtig angegriffen von Kurzawa, der läuft an ihm vorbei, Laporte geht auch nicht drauf, er kann schießen, wird abgefälscht, der Ball kommt zu Thambi Nieto, der Ball kommt zu Montero, der mit dem Doppelpass mit Jonjo Shelvey durch die Beine von Janmaat und die kurze Ecke ist frei. 1-1, 50. Spielminute, der Ausgleich des Ecuadorianers, wunderbar gemacht, die kurze Ecke da freigelassen von Begovic, warum auch immer er die so offen lässt, weiß er wohl selber nicht und Montero hat keine Probleme, diesen Ball reinzumachen. Dann aber dieser Fehler hier im Aufbauspiel. Der Ball kommt auf Komar. Ibrahimovic nimmt sich ein Herz, haut drauf, 2-1, jawohl, 62. Minute, jetzt haben wir hier ein interessantes Fußballspiel und der Schwede beweist wieder einmal, dass er in absoluter Topform ist. Was für ein Strich, keine Chance für Ruddy, den zu halten, so schnell kriegt er die Arme gar nicht hoch. Wieder Ball an ihm vorbei, ins Netz, Zürsch und das zeigt mal wieder, dass Ibrahimovic einfach ein eiskalter Torjäger ist. Bereits sein 9. Saisontreffer und das muss ihm erstmal wieder einer nachmachen. In der Premier League wunderbar angekommen in seiner ersten Saison in der höchsten englischen Spielklasse. Und naja, Swansea musste jetzt natürlich wieder zurückkommen. Gelang das? Ja, so semi. Es war bis jetzt die Situation von Coman. Er wurde ausgewechselt. Dafür kam Adam Campbell. Der hatte sich empfohlen mit 2 Toren ja, unter der Woche im letzten Spiel gegen Middlesbrough. Und heute sollte er wieder seine Chance bekommen. Nach 60 Minuten kam in die Partie und es wurde gleich mal interessant für den Engländer, denn wir kommen zur nächsten Situation. Swansea versuchte nach vorne zu spielen. Daher der Engländer auf deren Seite mit dem Ball auf San Benito, der auf Galifuoco und der versucht den Ball auf Britton zu spielen. Der Flankenball kommt aber zu Janmaat, wird geklärt auf Barker und der spielt nach vorne auf Campbell. Der mit der Hacke auf Ibrahimovic, wunderbar gemacht. Der Schwede nochmal auf Barker und der lange Ball nach vorne auf seinen Landsmann, auf Campbell. Der ist schnell als die Verteidigung, frei vom Tor und nutzt die Chance. 3-1, 75. Minute. Ja, Campbell empfiehlt sich immer mehr und immer mehr, macht wieder die Bude hier in die Situation und langsam trifft er auch endlich mal. Früher war sein Problem, dass er im Abschluss nicht stark genug war. Hier zeigt er, dass es mittlerweile ist. Wunderbar freigespielt und hat kein Problem, diesen Ball an Ruddy vorbei ins Tor zu schießen. 3-1 und jetzt muss das Swansea natürlich kommen. Schaffen sie es? Sind wir ehrlich? Werden wir sehen. Nächste Szene. San Benito auf Shelvey, auf Galifuoco. Der Ball nochmal auf Shelvey. Und dem wird Platz gelassen. Der kann in den 16er gehen. Der kann schießen. Und Janmaat versucht dazwischen zu grätschen, trifft den Gegner. Es gibt 11 Meter in der 80. Minute. Was war denn da passiert? Er weiß es wohl selber nicht so genau. Der Schuss von Shelvey, ja, gegen den Pfosten. Er wollte reinspringen, trifft aber den Gegner. Dementsprechend gerechtfertigt 11 Meter. Wie wir hier nochmal sehen können, er trifft eindeutig Williams, den Innenverteidiger, der mit aufgerückt war. Und dementsprechend jetzt die Chance in der 80. Minute. Ja, das Spiel hier nochmal eng zu machen für Nathan Dyer, der gegen Asmir Begovic. Der hatte bereits einen Elfmeter gehalten in dieser Saison. Übrigens kam in der gleichen Situation Michu rein, der durfte den Elfmeter jedoch nicht schießen. Der Spanier, das macht Dyer und der macht den Ball rein. Es heißt 2-3 nach 82 Spielminuten. Das könnte nochmal eng werden. Natürlich weist Dyer an, wieder zum Mittelkreis. Weiter geht's, wir wollen den Ausgleich schießen. Gelang das? Wir gehen mal in die letzte Szene der Partie. Noch einmal Swansea, Michu am Ball. Der Spanier macht das gut auf Dyer auf Außen. Der kann schnell nach vorne spielen. Auf Gore mittlerweile eingewechselt. Nochmal der Engländer mit der Flanke, aber da ist Laporte, kann den Ball nach außen spielen, auf den starken Barker heute, spielt den Ball auf Ibrahimovic und der hat das Auge für Campbell und Campbell ist sehr, sehr schnell und zwar ist der auch schneller als Bartley, verliert den Ball, Ibrahimovic nochmal mit dem Ball auf Campbell, Campbell frei vorm Tor und er will es zu schön machen, zu arrogant in der Situation mit der Hacke, es war nicht mehr schlimm, es war die letzte Szene der Partie, Newcastle United gewinnt bei Swansea City in Wales und das vollkommen zu Recht und vollkommen verdient. Wales, ja, ist einfach nicht so gutes Gebiet momentan, um Newcastle zu schlagen. Swansea City zu schwach. In der Offensive war Ibrahimovic bei Newcastle unbezwingbar. Dementsprechend weiterhin die nächsten 3 Punkte für Newcastle an der Tabellenspitze. War ein verdienter Sieg mal wieder, allerdings muss ich sagen, dass Ibrahimovic in absoluter Bestform ist, also das ist ja fast schon Cheaten, wenn du den hast, das ist mega nice, was der momentan abzieht. Die meinten, der wird nur noch eine 81 haben, sobald ich den habe, das ist nicht der Fall. Der ist, es ist unfassbar, wie gut er ist. Richtig, richtig nice, wir gucken uns kurz den Teambericht an. Aber gut, den lassen wir trotzdem spielen, damit er sich wieder verbessert. So, der steigt munter vor sich hin, ist um plus 2 schon gestiegen. Ich kann mich nicht beschweren, der ist sowieso ein guter Keeper. Der Riyamat ist gestiegen um 1, ich weiß nicht, wie lange das schon so ist, vielleicht ist es auch gerade erst so. Aber sieht gut aus. Nastasic steigt allerdings nur bei den mentalen Attributen, aber noch ist das nicht so schlimm, noch ist er ja jung. Almeric Laporte, 85, Kurzawa steigt nicht. Die Werte von Barker steigen munter an, 93 Manndeckung, 94 Vierer Zweikampf.
Ja, ähnlich ist das Ganze bei Lennart Ajay-Sippel, auch wenn mir Sippel ja persönlich noch besser gefällt. Und ja, es ist überraschend, dass Barca mittlerweile auch voll. Kingsley Coman steigt nicht so wirklich, aber spielt an sich nicht schlecht. Kabeja spielt gut, kann ich mich nicht beschweren. Ibrahimovic sinkt langsam immer mehr, aber ganz ehrlich, so schlimm ist es nicht. Young, ja, unglücklich, aber spielt gut. Der wird auch auf jeden Fall gehalten werden mit 79 bei einem Alter von 21 Jahren. Ist es einfach, wäre es Murks, den abzugeben. Reinholds, entwickelt sich weiter, ist in Ordnung. Altobelli, ja, wird auch besser, ist auch schön. Campbell, ja, der empfiehlt sich mittlerweile fast schon ein bisschen. Der zwingt sich quasi auf, das finde ich gut. Johannes Geis, ja, sieht auch mega stark aus, muss man ganz ehrlich sagen. Immer noch, allerdings steigt er nicht so wirklich, kommt hoffentlich noch, glaube ich aber schon. Also ich denke nicht, dass der jetzt irgendwie da versauern wird. Ja, Sané macht sich bisher gut, finde ich extrem nice. Ist ein sehr starker Verteidiger und vor allem gewinnt er alle Zweikämpfe. Stindl, ja, war auf jeden Fall auch ein guter Transfer, kann man sich nicht beschweren. Spielt bisher gut, wenn er mal spielt. 4 Spiele in der Premier League, 6 in der Champions League, also das passt vollkommen, das ist ja richtig in Ordnung. Genau wie De Jong, der steigt auch immer weiter. Ja, Ben Arfa momentan ein bisschen auf dem absteigenden Ast, weil er nicht die Leistung bringt, aber das kommt hoffentlich wieder. Smith ist noch jung, wird bestimmt auch irgendwann seine Zeit bekommen. Mayorse Perez, ja, damit, ich will ehrlich gesagt jetzt noch die ausgeliehenen Spieler sehen. Auch guck mal, die Defensivwerte von Haidar sind natürlich pervers, muss man ganz ehrlich sagen. Raven Morrison passiert nichts. Birigirimana steigt weiter, 97 Beweglichkeit. Wie groß ist der Kollege? Na komm. Na, oh, Mann! Ich muss nochmal ganz runter. Egal. So, da ist er. Ist 1,77. Dafür 97 Agilität läuft. Ja, Benedda steigt mal wieder nicht, aber das kommt hoffentlich irgendwann nochmal. So, Media Bay, der ist bei uns im Kader. Ja, stimmt. Ja, sieht aber stark aus eigentlich, ne? Sieht stark aus. Von den Werten sieht er besser aus als ein 74er, aber naja, was willst du tun? So, jetzt kommen wir langsam zu ausgeliehenen Spieler. Rüdiger steigt nicht. Ist an Leverkusen ausgeliehen, spielt wahrscheinlich auch nicht. Deswegen war es ein Fehler, ihn abzugeben. Aber ja, was willst du anderes halt machen? Und Müller, okay, wir haben nur 2 Spieler ausgeliehen. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber egal. Wir simulieren erstmal weiter bis zum Dezember. Und in der nächsten Episode geht es weiter gegen Crystal Palace. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao.